Einfach rauffahren. Warte einfach mal. Wheelie, Stoff und Schnaps? Ich hab Stoff. Ja, das sollte reichen. Ich hab Stoff und Schnaps. Was? Und du zu essen und trinken? Ja, hab ich. Gut, selber nochmal. Ich sollte vielleicht noch was mitnehmen. So, fertig. Jo. Da bin ich mal gespannt, was wir so sehen jetzt. Mal gucken, ich habe meine Gitarre bei. Vielleicht spiele ich dann nachher noch ein bisschen Musik, wenn wir am See angekommen sind. Finde ich schön. Nee. Leute. Wer war das? Jürgen. Einfach zack, Handy aus. Sie sind einfach weggedrückt. Ja. Ich hab einfach Handy ausgemacht. Ja, okay. Manche will ich das einfach ins Wasser schmeißen und das Ding ist am Arsch. Ja, aber das ist doch wasserdicht. Naja, hat schon Macken. Okay. Hm. Du bist schneller als ich. Ja, wenn ich dir zu schnell bin, sag, dann das geht ich. Schon, geht schon. Wir überhaupt hier lang gehen dürfen. Ist doch ein ganz normaler Wanderweg hier, oder nicht? War ein bisschen komisch. Gut. Keine Ahnung. Stand nirgendwo ein Schild, dass wir hier nicht lang laufen dürfen. Oh, oh Gott. Da vorne sind Zelte. Mhm. Ganz ruhig. Mhm. Ist mitten am Tag, ich bin bei dir. Da ist sogar Feuer. Mal gucken, ob jemand da ist. Gott, ey, ich hab schon richtig Panik bekommen. Ach, da passiert schon nichts. Wir sind mitten am Tag unterwegs. Ich habe aber auch noch was gelesen wegen dem Geist dort. Das war auch irgendwie Blutsend oder sowas. Okay. Mhm. Werden wir sehen. Viele Zelte hier, warte mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Oh. Einer da? Mhm. Hm. Ich schätze mal, da drüben wird auch keiner sein. Ja. Genau hierhin müssen wir sogar. Heute Abend. Meinst du da zu den Felsen hinter uns? Ja, nee, da, da. Ja. Da, hab ich gerade gesehen. Ah, das kann sein, ja.
Wie bitte? Nix. Hast du doch versucht, wieder was zusammen. Okay. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mit Sicherheit. Ja, mal gucken. Das sind die Felsen. Das sind die Felsen. Okay. Guck da. Meinst du wirklich? Ja. Sind die? Ich bin gestern einfach nur voll an der falschen Stelle hingelaufen. Das sind die aber. Ja, dann müssen wir da hin. Ja, also hier ist richtig. Können wir da mal hinlaufen jetzt? Können wir machen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, ey. Du nicht? Wovor? Ja, dass da wirklich Blut ist. Ja, aber Blut heißt dann... Was ist denn das hier? Was? Okay, was ist das? Das ist rot. Oh mein Gott. Lass uns weitergehen. Mhm. Das sah auch schon wie Blut aus. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au! Da kommst du. Ich will da... Was? Futter hoch. Ja, so. Oh Gott. Weiß nicht, irgendwo hier muss das doch sein. Ich glaub, weiter da vorne. Entweder ist es da oder da. Ich bin mega neugierig. Ja. Gott. Aufpassen bitte. Ist das hier? Was? Meinst du, das ist hier? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht halt so aus wie von gestern. Doch, das ist hier. Lass mich mal überlegen. Doch, guck doch auf dein Handy, wenn du noch ein Bild davon hast. Oh, guck mal hier, das sieht richtig komisch aus hier. Hm.
meinst du? Ja. Auch ein bisschen rot. Und hier hinter mir genauso. Im Stein. Komisch. Mhm. Ich guck mal. Was du? Das ist Blut. Das ist wirklich Blut. Ganz danach aus, ja. Guck dir das mal jetzt besser an. Der Nebel jetzt weg ist. Ja, das sieht ziemlich nach Blut aus. Ach du Scheiße. Aber ich glaube nicht, dass das genau hier ist, oder? Doch, von hier aus sieht man sehr gut den Leuchtturm. Komm mal mit. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal kurz was vergleichen. Weil guck mal, man sah auch den Leuchtturm. Du hast gerade nichts eben mitbekommen, dass ich wieder gesummt habe, ne? Doch, aber ich soll dich ja vielleicht nicht so oft drauf ansprechen. Mir fehlt so... Mir das vergleichen mit den Bildern, die ich gefunden habe. Ja, vielleicht ist es auch die andere Seite, aber hier ist das... Hier ist überall Blut, siehst du das nicht auf dem Boden? Ja, das sehe ich schon. Oh Gott. Ah, Hilfe! Oh, schaffst du es? Ja, ja. Bin nur weggerutscht. Das ist das, so ein komisches Gefühl gerade hier mit dem ganzen Blut. Es sind überall die ganzen Blutflecken. Ja, passiert aber nicht. Wir sind alleine hier, ich sehe keinen anderen. Ich will was gucken. Aber es war Wasser und so im Hintergrund. Ja, aber ich habe da so eine komische Steinformation gesehen. Es ist aber hier. Pass auf. Ja. Doch, das ist hier. Doch, das ist hier hundertprozentig. Das war da vorne. Bin mir noch nicht ganz sicher. Doch, ich schon. Oh, der Arme, tut mir so leid. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, weil sonst wäre nicht das Blut. Das vertrocknete Blut. Das muss woanders sein. Auf einem Bild sieht es halt noch anders aus. Warte, ich guck jetzt. Ah, scheiße. Nee. Ich pack das dann nie wieder weg. Ja, sonst ruft dich gleich wieder jemand an. Aha.
Muss aber hier sein. Warte mal. Nein. Was? Nein. Wie nein? Lass mich mal nochmal überlegen. Vielleicht doch auf Mondschillerberg? Nein. Wieder weiter höher? Ich bin mir aber sicher. Ich nicht. Ich habe zwei Vermutungen. Wo denn? Folge mir. Warte. Ja. Stimmt, auf dem Bild waren jetzt zwei Büsche zu sehen. Bin mir gerade echt ein bisschen unsicher. Aber es sah schon ein bisschen aus, als die Stelle, wo wir gerade waren.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Firemind, vielen Dank für dein Follow. Willkommen uns beklappten Dankeschön. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen creepy gerade so, aber wir wollen was entdecken. Ja, weiter den Weg hoch. Bipfeld, viel. Vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen uns beklappten Dankeschön. Gerade ein bisschen Platz machen. Ja, das machen wir noch, Kexa. Das machen wir noch alles. Das ist halt so, wir wollen das halt nur erkunden und alles. Und wir werden da dort noch hingehen, nachts. Vor 0 Uhr auf jeden Fall, weil ja jeder Geist sein soll. Also, wissen wir, OC halt. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wirklich so ist mit dem Geist. Halt. Ich sag jetzt OC, wow. Wir haben halt recherchiert über den Geist hier und wir wollen das rausfinden. Und wissen, ob da wirklich hier ein Geist ist. So, aber es war ja auch eine Karte markiert, ne? Ja. Warte, ich mach mal. Ich riskiere. Warte, ich riskier's mal kurz mit meinem Handy. Bleib aber stehen. Nicht, dass du falsch läufst. Ich warte, guck auch nochmal. Warte. Es soll hier vorne sein mit der Karte. Es ist hier, das ist hier die Kurve, das ist hier die Kurve. Ja, aber auf den Fotos sah es flacher aus. Ich weiß es nicht. Ist das alles so abschüssig? Hi, Neverding, alles gut? Oh. Ja, auf der Karte sieht es eher nach der Kurve hier aus. Ja, sag ich doch, das ist hier. Ich guck noch mal kurz drauf. Bei mir ist auch alles supi. Ja, wir wollen erkunden. Wir wollen wissen, ob hier wirklich ein Geist lebt. Lass mal heute Abend gucken. Gestern Abend hatten wir so richtig creepy. Davon gibt es noch ein Video auf YouTube. Was ihr euch ansehen könnt. Was richtig creepy ist. Wow. Was ist hier? War nicht einfach vor. Es ist hier. Nee, komm mal weiter mit. Aber es ist hier. Ja, wir müssen noch ein Stück weiter, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh Gott, hier ist noch mehr Blut. Okay. Ja. Es ist hier definitiv was gewesen. Ja. Das sieht schon ganz alt aus. Ja, vertrocknet. Ja. Dass das vom Regen nicht weggespült wird. Keine Ahnung. Mit mich auch. Das mit draufstehen, nichts gefunden darüber, aber halt gelesen, also wir haben uns da schon schlau gemacht, das gelesen, dass da Blut sein soll, deswegen sehen wir auch hier über das ganze Blut, ne? Gestern Abend hatten wir richtig creepige Sachen erlebt, müsst euch schon YouTube wieder angucken von gestern Abend, über bezüglichen Zeltplatz, das müsst ihr euch reinziehen, das geht glaube ich 13 Minuten lang und das war richtig creepy gewesen für uns, was wir erlebt haben. War mega witzig, fand ich das hinterher so. Ich muss das Lachen verkneifen, weil das einfach so geil gespielt worden ist von uns. Hammer, ey. Du läufst wieder so schnell vor.
Tut mir leid. Kekser, was denn? Oh. Was denn? Gott, hier ist noch mehr Blut. Ja? Okay, ja, komm mit. Das hier sieht mehr nach den Fotos aus. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher gerade. Besser, sorry. Sorry. Ihr müsst, genau, danke schön, Kekser. Wenn ihr was mehr mitbekommt, aber immer Bescheid sagen. Genau so sieht es aus, wenn ich von hier gucke. Guck mal da rechts die beiden Felsen. Okay. Wo nur so eine Lücke zwischen ist, da ist ein Busch zwischen und ja, links okay, davon zwei Büsche. Das ist hier. Und dann da vorne auf der Ecke. Wollen wir da hingehen? Das ist hier. Aber warum hat es mich da hinten hingezogen? Ich habe keine Ahnung, da war auch überall Blut. Vielleicht hat das alles einen Zusammenhang. Gott. Ich finde jeden Content, den er gestaltet, es ist jeder Content ist gut. Gut aufwart. Ich überlege. Ist auch noch gut. Du bist gerade ganz schön laut. Was? Du bist laut. Okay, ich möchte nicht wissen, was er mit dem macht oder ob er einfach nur so viel YouTube die hat. Ja. Danke, Stefan. Sorry. Überall Blut. Aber das müsste die Stelle wirklich sein hier. Geht's so weiter? Willst du weitergehen? Was? Ob du weitergehen möchtest? Ja. Na nun. Hat irgendwas nur gemerkt und gefühlt oder so, keine Ahnung. Aber, also ich bin der Meinung, das müsste das hier sein. Ja, das ist es. Und zwar nicht auch überall das kann. Ja. Müssen wir uns dann merken. Ja, werde ich. Keine Ahnung, aber ich frage mich immer noch. Eine Stelle, der hat mich ja richtig dahin gezwungen. Die Stelle hat mich aber auch teilweise jetzt so hingezogen. Okay. Aber wer weiß, was hier überhaupt passiert ist, dass hier ein Geist sein soll, was hier für Blutspuren noch sind. Ich weiß es nicht. Anscheinend über Jahre. Hier ist überall das Ganze. Das ist. Oh nee. Verlassenen Zelte. Vielen Dank für deinen Host. Na, was gab's denn heute so Schönes? Und willkommen den ganzen Zuschauer. Ihnen geht's gut. Dankeschön. Freund, Dr. Tommy. Richtig? Euch allen geht's gut. Dankeschön. Ahnung, also ich habe mich da gerade eben richtig komisch gefühlt, jetzt auch bei der Stelle. Ja.
erstmal gar nicht mitbekommen, dass du mich angesprochen hattest. Hab ich gemerkt. Echt komisch, das Ganze. Guten Hunger, aber danke schön nochmal. Bimi heißt das. Sorry. Hab ich einiges. Wie die Sonne durch die. Ja? Was? Was? Wie die Sonne durch die Wolken guckt. Da hoch wollen wir? Da führt uns der Weg lang. Hier ist es zumindest nicht so steil wie gestern. Ja. Was wolltest du gerade vorher sagen? Nur, dass wir da hoch wollen, ja? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Sorry. Ja, kein Problem. Ich bin mal gespannt, wie es dort oben aussieht. Na. No. Zu wie ja so viele Fliegen, ey. Ja. Was von hier? Da haben einige ja bitte gemacht mit so einer Waffe. Boah, das mit einem Scope, ja. Ja, das ist Bebenrohr. Ja. Sieht's aus. Okay. Auch wieder ist das Ganze gut. Ja. Jetzt, wenn jemand. Massaker. Hier was Schlimmes an. Ja, aber so wirklich von oben auf den Berg angefangen oder so und dann runtergeschliffen. Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Das ist echt merkwürdig. Hm. Oh, guck dir mal die Spur hier an. So. Ja, ganz schlimm. Ich geh weiter. Ja. Hab Bock, gut. Guck mal das hier an. Eine ganze Menge. Frag ich mich aber. Oh mein Gott, wie viel Blut ist denn das, ey? Ich weiß es nicht. Frag ich mich trotzdem gestern an dem anderen Zeltplatz, wo wir waren? Was? Ich habe mich gerade eben bei dem auch schon mulmig gefühlt. Aber dass da sogar blutrote Blätter vom Baum gefallen sind, wundert mich halt. Ich will nicht wissen, ob heute Abend hier bei dem Zeltplatz was passiert. Also zu zweit bin ich der Meinung, sollten wir hier auf jeden Fall nicht herkommen. Jandru mindestens noch dazu, vielleicht will ja noch jemand mitkommen. Kennst du so neuer Freund Jürgen? Ich weiß nicht, der ist merkwürdig. Ich würde ihn auch nicht als Freund bezeichnen wollen. Das ist gerade durch das Blut gelaufen. Ja, ist doch fest und trocken und alt. Da auch wieder. Ja. Ich meine, ich würde normalerweise, wenn würde ich tatsächlich mal anfassen und gucken und so, aber hier weiß ich nicht. Wenn der Nebel nicht wäre, wäre es bestimmt eine fantastische Aussicht. Ja. Mir ist. Leute, die dazugekommen sind von Hagen, denken, was wir gerade so Bescheuertes machen. Der RP kennt sowas. Wir haben gerade so gestern komische Sachen entdeckt und wollen das auf die Sache gehen. Ja, auch wieder. Überall. Im ganzen Witzen. Richtig festgefressenes Zeug. Ja.
halt, wir wollen auf der Spur gehen, wie Nevelin gerade sagte, Easter Eggs. Boah, hier auch wieder ganz viel. Easter Eggs, aber das wissen wir halt nicht. Normal ist das nicht. Nee, ist es auch nicht. Also viele Easter Eggs, wie gerade eben Nevelin sagte, aber das wissen wir halt in-game nicht so. Wir müssen alles selber entdecken. Das, was wir hier in dem Sinne entdecken, das ist schon heftig. Deswegen, wir spielen das einfach alles nur. Ja, nicht wundern, wenn wir so ein bisschen Leute so denken, alles, boah, alles. Wir müssen jetzt weiterspielen. Das ganze Blut, das macht einen schon Angst. Ein bisschen. Meinst du, Jandro hat Bock mitzukommen? Ja, ja, sicher. Angsthase. Ja, aber gestern hat er ja auch sich getraut. Oh, da ist eine Station, eine Radarstation. Hätte ich nicht gedacht. Was ist das für eine Station? Eine Radarstation. Okay. Satellitenschüssel und allem drum und dran. Aber weitergehen. Yep. Ich will einfach nur zum See. Ja. Dafür müssen irgendwie rechts vorbei, links vorbei, keine Ahnung. Ja, rechts vorbei da. Ja, da wo die Holzer sind. Ja. Oder geht's hier schon runter? Ja, geht hier lang. Ja. Aber ganz schön steil, ganz schön steil. Oha. Ganz vorsichtig. Oh ja. Hier ist auch das ganze Blut. Wow. Immer ein Schritt vor den anderen. Nicht so wie Jandro gestern. Ja, ja, der hat mir echt Angst gemacht. Oh. Ist ja der. Ey. Boah, ich hab schon gesehen, dass wir gleich Krankenwagen gerufen sind. Was ist denn hier Müll? Guck mal, hier ganz viel Müll. Boah, was für Assis. Ey. So eine Vergnügungssüchtigen, die auch von der Geschichte gehört haben und dann erstmal hier schön ihren Müll weggepackt haben. Hm. Hier vorne geht's wieder. Ja. Überall. So ein Pack, ey. Das glaube ich gar nicht. Ja. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nur von so, in, also was ich jetzt mal gehört habe, mal so von einem Schacht, wo eine Leiche liegen soll, unter im Meer noch eine Leiche, was habe ich mal gelesen, das ist schon keine Ahnung. Aber warum geht das Blutspur hier weiter? Keine Ahnung. Und hier geht's wieder steil runter. Einmal den Wanderweg entlang oder wie, ich weiß es nicht. Die ganze Müll. Ja. So ein Pack hier. Sorry, aber ist halt so. Ja, du hast vollkommen recht. Kein Anstand. Ja. Genau die Mine meinte ich. Und es wirklich gibt keine Angst, weiß es nicht. Oh, da vorne soll anscheinend der Meer. Sag schon mehr. Dieser. Der Meer. Der Meer. Ja, das. Alles gut. Das See, genau. Das See. Ich mach das mit Absicht. Ja, aber die Teich ist auch okay. Teich. Das Teich. Bitte. Da. Die gerade Kurve. Ja, auf jeden Fall.
Mami an. Ganz ehrlich, ist mir alles egal. Auch witzig. Das hier, fuck you, ist Battle Royale. Hey, Steve, danke schön für deine lieben Bits. Danke schön. Oh. Wow. Ja. Da will ich hin. Ja, da gehen wir hin. Wenn wir weiter dem Blut folgen, kommen wir da bestimmt hin. Hör auf. Gott. Das sieht schon schlimm aus hier wieder. Ja. Ja, so viel Blut, das kann nicht nur ein Opfer gewesen sein. Oh, das ist echt schön hier. Ja, ist aber auch nicht so einfach hinzukommen. Also, wir beide jetzt sogar nur gewesen. Schön vorsichtig. Jam, jam, jam. Willst du auch eine Orange? Gerade nicht. Okay. Ist Jürgens trotzdem an die Stelle zu gehen, wo der Geist dann auftauchen wird? In dem Punkt. Ja. Auch wenn er verschwinden sollte, ich will es trotzdem mal sehen. Ist er ja irgendwas in dem Moment? Die Frage ist, ob er überhaupt kommt. Werden wir ja dann sehen. Das Wetter ist gerade echt schön. Hier, guck mal, links der abgestorbene Baum sieht komisch aus. Oh ja. Guck mal, hier ist ein richtiger Zaun. Hört direkt da vorne wieder auf. Ja. Voll bescheuert. Warum machen die hier ein Stück weg und da vorne geht's weiter? Ich hab keine Ahnung. Echt komisch. Der Ort hier ist sowieso ein bisschen merkwürdig, aber der See ist schön. Oh ja. Können wir mit Jandro mal hingehen? Wenn er sich traut. Wieso? Die Diva. Ja, das wäre auch voll der Kupfer, so, wenn Sommer ist, schwimmen zu gehen. Oh ja. Abgesehen und schön versteckt. Abgesehen von dem Blutflecken da auf dem Boden. Oh ja, und guck mal, wie steil das hier wird. Oha. Ganz vorsichtig. Der andere würde hier hinfliegen. Ach, der würde richtig runterkullern, ey. Da warnt man ihn noch und er fliegt trotzdem einfach mal hin, ey. Oh, dann hast du meine Gesangsgrundlage eben verpasst. Am besten noch mit seinem Hemd und den guten Schuhen und... Oh, nein, noch mit dem... Nein, mit dem weißen Anzug. Ja, noch besser. Oh. Diva. Scheiße, da müssen wir mal hingehen, wenn es
Den Ort werden wir nicht vergessen. Badesachen mit dem Glitzer hin. Ich hab mal die Spuren hier übersehen. Hm? Ich... Komm weiter. Spuren. Na, Blut. Hast du auch meine Gesangsanlage mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ich hab das mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob man das hören konnte, weil Stefan ja teilweise lauter war als ich, ne? Ich hatte eine ganze Weile nichts mehr gesehen und dann war da wieder eine. Guck mal, diesmal keine zerrissenen Jeans an, wa? Ja, das ist richtig. Aber ja, tatsächlich gefällt mir die Jeans nicht. Ahnung, die haben halt nicht so tolle Sachen. Das ist ja so jeder Land. Oh mein Gott. Ja. Ja. Komm weiter, los. Ich hab nichts gegen die Jeans, aber ist nicht so mein Geschmack. Da gibt halt ein groß Auswahl und Chikimiki-Sachen will ich auch nicht anziehen. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich in Brasilien bleiben müssen. Ja, klar. Ich weiß es halt. Ich habe auch leiser gesungen als er, das sowieso. Aber es war halt schwer, ihn zu übertönen, weil er lauter war. Und ich wollte ihn nicht aus dem Konzert bringen. Das ist ja das Schwierige. So hoch gehen. Bisschen anscheinend schon. Monchelberg müssen auch noch hoch. Ja. Ist das auch so gefährlich? Wie an der einen Stelle hier auf die Spitze? Also es gibt einige Stellen, die sind ein bisschen rutschiger. Ja, aber es geht. Okay. Runter ist nur ein bisschen saugefährlich. Kann du auf die Fresse fliegen. Jandru, ja. Also da bin ich mit meinem kaputten Bein hochgegangen runter. Ja. Yeah. Voll schön hier oben. Ja. Yeah. Ich sehe den Mond schon. Der versteckt sich hinter den Wolken so ein bisschen. Ja. Na, weiter. Oh, oh. Was denn? Alles gut. Ich bin nicht ausgerutscht, nein. Aber gerade schon wieder blöd. Einfach weiterlaufen, nicht gucken. Guck mal, wie weiß der Baum da vorne ist. Mhm. Oh. Irgendwie gruselig. Ja,
bisschen die Stimmung so ein bisschen. Hat die gerade ein bisschen so wieder gedrückt ist oder so, deswegen Musik laufen lassen, ne? Oh, das ist auch ein kleiner See. Ein Teich. Das ist eher ein Teich, ja. Ah, da kommen wir nicht so einfach runter, jetzt die Felsen hier. Puff, Jan, du drinne. Der würde drin landen, auf jeden Fall. Dann rüber direkt reinfallen. Ja. Oh, nee. Schon wieder Blut. Er guckt da nicht überall auf den Boden. Toll. Ich bin voller Willkommensbekloppten. Dankeschön. Ja, das ist aber gerade nichts zu übersehen, die ganze Blut hier wieder auf dem Boden. Ja. Nicht hier, weil es auch schnell ist, dass ich runterfliegen kann, muss ich ins... Hier, Schatz. Nein! Quasi. Gott, oh Gott, 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 Gott. Hier würde Janro wieder hinfliegen. Ja, ist doch so. Ja. Dass hier hinten wieder der Platz ist, kriege ich wieder mulmiges Gefühl. Wir müssen ja nicht wieder hinlaufen, wir können ja dran vorbeilaufen. Ich frag mich, der war vorher nicht dort. Hm, komisch. Also ich habe nicht drauf geachtet, ich habe es nicht gesehen. Vorher in diese Richtung geguckt, da war der gar nicht gewesen. Das ist es hier. Das ist ja das, was mich wundert. Hm. Und plötzlich war er da. Geisterzelte. Den Leuchtturm. Ich auch. Doch hier gestern gewesen, wo Jan drüben geflogen ist, ne? Ja. War das. Sind wir bis hierher gelaufen, wa? Hier. Nee, zum Zaun sind wir nicht gelaufen. Nee. Nee, nee, das ist noch ein bisschen da vorne. Genau da. Bäume sehen auch komisch aus. Schön ineinander gewachsen, ja. Gibt schon merkwürdige Sachen. Hm. Merkwürdige Sachen gab es noch nicht mal in Brasilien. Okay. Kann man mehr mal so viel entdecken. Ja. Und die Insel auch nicht so extrem groß. Mit so viel entdecken. Ja. Every step that you will.
Der abgestorbene Baum da vorne am Fels, an der Felskante, sieht auch interessant aus. Das hab ich doch gestern noch gesagt, das sieht gruselig aus. Ja, von hier aus auch so ganz komisch. Oh Gott. Ja, hier sind wir nicht mehr hingelaufen. Nee, Glück ist Hendrik gerade nicht hier. Ui. Wow, das war knapp. Wir sind hier rechts irgendwie hochgelaufen, ne? Hier vorne. Stimmt, und hier war so ein Mini-Strand. Oh. Nee, hier, hier. Ist auch egal. Nee, wir sind hier wieder runtergekommen. Ich versuche mal Andrew kurz anzurufen. Mhm. Nicht erreichbar. Eltern sind da. Ja. Du bleibst einfach rechts von mir. Das Komische so. Hat er gar nicht hinterhergegangen, ich bin einfach schnurstracks dahingegangen. Ja, weil wir doch gesagt haben, er hat, dass wir seine Wunde kurz angucken und am Auto verarzten. Ich hab das kein bisschen gehört. Ja. Hallo. Das ist aber auch, wenn man von hier kommt, sieht man den halt. Guck mal hier. Das ist nicht wenig. Hm. Das ist genau hier beim Zeltplatz. Ja. Du wirst den Zeltplatz am Anfang nicht gesehen haben, weil von hier aus sieht man den gut, aber aus der anderen Richtung kommt, sieht man den nicht so. Das ist so der Fels davor. Warum haben wir das Boot gestern nicht gesehen? Keine Ahnung, weil es dunkler war. Wahrscheinlich. Guck mal, wenn du von hier kommst, sieht man die Zelte nämlich nicht. Ja, das sind wir. Dann sind sie uns einfach nicht aufgefallen. Hm. Und dann bist hierher mit dem Auto und sind direkt halt den Weg lang gelaufen, ohne uns umzugucken. Guck mal die Spuren an. Richtig, ja, die sehen auch ein bisschen merkwürdig aus, ja. Lass uns weitergehen. Und die Bäume sehe. Boah. Mhm. Ich glaube, wir achten im Moment mehr auf Sachen als gestern. Ja. Aber ich glaube, das hat wirklich was mit der Helligkeit zu tun, dass wir jetzt viel früher hier sind. Hey, gute Musik, Neveling. Gute Musik.
Das ist cool. Das ist jetzt. Also ich finde das im Moment dieses hier ist gerade mit diesen creepy Sachen. Ich frag mich noch, wer da wohnt am Leuchtturm hier in dem Haus. Weil da ständig Licht drin angeht. Ich dachte am Anfang, da könnte man so schön wohnen. Ja. Will ich nicht mehr. Nee, bei dem, was wir jetzt schon gesehen haben, würde ich hier auch nicht wohnen wollen. Ich finde das einfach nur mega. Ich will überlegen, mal mein Handy wieder anzumachen. Kannst du machen. Deine Entscheidung. Hunger. Danke. Darauf fällt mir gerade wieder ein schleimig und vitaminreich. Was denn? Schön, so eine große, so einen großen Hirschkäfer, knackig draufgebissen. Es gibt aber ein paar Insekten, die echt, wenn sie gegrillt werden, gut schmecken können. Okay. Oh. Da ist gerade das Licht angegangen. Kommst du weiter? Ich hab Angst. Ich glaube, die haben eine Zeitschaltuhr. Gott, ich dachte gerade nur so, wie kommt da an und puff, geht das Licht an. Gott. Doch, genau, 21 Uhr. Ich glaube, die haben eine Zeitschaltuhr. Laut der Geschichte. Keine Angst, ich habe meine Axt dabei. Echt? Also warum sieht man, also man weiß, dass der Geist jetzt oben auf dem Berg ist, hier neben uns rechts. Auf einer gewissen Stelle geht. So klar. Aber warum sieht man den Geist auf dem Berg und nicht hier am Leuchtturm? Weil einer meinte uns sagen zu müssen in-game, dass wir den Geist über den Leuchtturm schweben sehen, was gar nicht stimmte. Wir waren dort. Damit haben wir halt gegoogelt. Rauszusuchen, ob es wirklich in Los Angeles einen Geist gibt. Damit sind doch die Geist hier auf dem Berg. Wollt ihr heute Nacht sehen? Ich glaube, ich komme gar nicht mal so gerne hier zum Leuchtturm. Ach, ich finde das nicht so schlimm. Alleine. Alleine würde ich dich hier tatsächlich auch nicht herlassen. Also ich kann es vielleicht nicht verhindern immer, aber. Ich auch alleine.